Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Age of Empires 4, den Meisterschaften oder Meisterungen. Wir fangen an mit der Kraftprobe Nummer 1. Eine KI auf einfach besiegen. Ist jetzt nicht so wirklich hart, aber naja, was will man erwarten? Dann, ach, ja, genau das wollte ich machen. Danke auf jeden Fall. Einzelspieler gegen KI. Wir müssen wieder alles nur einstellen. Einfach. Wir sind natürlich die Engländer. Ja, ist zufällig. Farbe zufällig. Wir machen mal eine andere Karte. Können wir die nicht irgendwie auf zufällig ändern, die Karte? Sandbox. Echt jetzt? Wozu ist das denn? Lol. Ich meine, interessant, aber lol. So, Startrohstoffe Standard. Kleine andere Frage. Kann man das irgendwie... Wir machen einfach bei Europa, komm. Wir machen einfach immer das, wo unsere... Wo das aktuelle Volk existiert. Das passt doch ganz gut. Wir gehen zu Mikro. Karte wechseln, Gebirgspass. Ach so, Biom ist Europa, okay. Ja, aber ich kann die Karte mal ändern, alles klar. Ja, das habe ich irgendwie ganz kurz nicht gerafft, sorry, mein Fehler. Mega Zufall. Hier ist meine neue Erfahrung, okay. Ich würde einfach lieber gerne normale Zufallskarten spielen, dass ja die durchgewechselt werden. Oder ist es jetzt einfach zu... Ich meine, ich will jetzt keine komplett zufallsgenerierte Karte haben. Ich möchte eigentlich lieber eine haben, eine zufällige von denen, die hier sind. Weiß ich meinen? Weiß ich nicht. Wir machen mal völlig zufällig. Ist ja egal. Mal gucken, was passiert. So, ansonsten, auf geht's. Mein Gott, eine KI auf einfach besiegen. Ich versuch's mal so schnell wie möglich. Wir versuchen, die einfach direkt wegzupushen. Ist ja egal. Nahrung, Gold und ein bisschen Holz passt schon, dann ab dafür. Wird geladen. Ja, dann mach hin. Jung. Danke. Hier ist es. Ja, das kannst du schon abgeben, das scheiß Schaf. So, Jehende. Da ist ein Schaf. Ein hütbares Schaf. Nicht nur ein Schaf, ein hütbares. Workenday. Das Wasser da oben sieht irgendwie komisch abgeschnitten aus. Guck das mal an. Hier ist Wasser mit Fisch. Da nicht. Tja, ja, so ist das. Dann warten wir einfach mal entspannt. Da liegen Säcke rum. Nett. Ja, das finde ich ist ein Riesenvorteil bei Age of Empires 4. Diese ganze Dekoration, die um die Gebäude herum entsteht. Das hat irgendwie was. Auch hier so mit den ganzen Feldern und allem. Sieht irgendwie ganz cool aus. So, noch eine Hütte bauen, bitte. Ey, nur ein Schaf? Was für eine billige Ausbeute, die man mit nach Hause bringst. Ich bin echt nicht begeistert von dir, Kumpel. Abendende. So, wir lassen die schneller fällen. Das ist gut investiertes Gold. Ja, und sonst so, ne? Man hat auf jeden Fall am Anfang hier nicht so viel zu tun, irgendwie. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. So, du machst uns jetzt bitte direkt erstmal eine Kaserne. Am besten direkt schön hier vorne. Na, vorne ist gut gesagt, ist eher seitlich, aber ist egal. Alter, was geht denn hier ab? Alter, wie viele Küstenfische sind denn hier bitte? Das ist ja alles voll. Wir brauchen gar keine Felder bauen. Hier sind ja mehr Nahrungssachen als sonst was. Krank. Na gut. So, und dann da dran bitte. Hey, jetzt Schafe gefunden. Drei Stück an der Zahl.
Ja, du. So, wir haben jetzt 7 Holzhacker, das sollte erstmal reichen, gehen wir jetzt in Gold. Riederer! Rieder, hast du Rende? Riedende! Riedende! Dann machen wir ein paar Einheiten hier hin. So, mein Freund, du gehst jetzt erstmal hin, machst erstmal ein kleines Bergarbeitslager dahin. Danke. Work Handy. Mehr Dorfbewohner, bitte. Denn die haben eh noch genug Schafe hier. Und wenn die Schafe weg sind, dann können die dann noch jagen gehen und die ganzen Bärensträucher und die Küstenfische. Die Küstenfische sind echt insane. Bin ich ehrlich, du. Die knallen schon gut rein. Also die Menge davon einfach. Ach, der ist sogar da unten. Lol. Na, dann ist er angenehm. So. Du kannst mitkommen. Du machst hier direkt einen Turm hin bei seinem Gold. So richtig schön asozial. Work and day. So, direkt noch einen dahin schicken. Zack. Mhm, das passt alles. Weil die sind jetzt schon sehr teuer von der Nahrung her. Deswegen gehen wir mal hin und machen mal den nächsten irgendwie da oben hin. An die Küstenfische hier und so. Oh, ist schon zu nah dran. Hoppala. Ja, ja, ist doch... Übertreib, Junge. Acht Dorfbewohner da reingesetzt. Naja, ist okay, Junge. Übertreibt ja komplett. So, gut. Mehr davon, bitte. So, ihr macht da schon mal eine Mühle. Gönnt euch, meine Freunde. Ich hab zu viele Holzfäller. Wieso ist eigentlich hier so ein komischer Krüppelküstenfisch, ey? Keine Ahnung, Mann. So. Hot. Aber wir sind doch eh angeschossen jetzt, oder? Ah, nee, geht. Cool. Huskala. Yes, sir. Noch einen davon. Ah, hätte ich auch gleich sein lassen können. Kam gerade Nahrung rein. So, noch ein Turm. Was hat der denn da Schönes? Einfach nur weghalten, den Jungen, das reicht schon. So, bitte mal eine Kaserne hier hinbauen. Schön direkt in seine Fresse. Dann warten wir bitte auf die nächste Zeit jetzt hier. Da sind auch so viele Fische. Krass, die Karte. Okay, die nächsten gehen mal bitte mit wieder an Gold. Ist der gerade echt gestorben? Nicht im Ernst. Der kann es nicht abschließen. Ist das schlecht. Na gut. So, dann könnt ihr bitte mal... Macht ihr bitte mal unser Wahrzeichen. Eine Ratshalle. Ach, setz dich ruhig hin, ist okay. Wenn wir dann in die Arbeit gehen. Ja, pfeift ruhig ganz laut, danke. So, die Schafe abholen. Nochmal 2 davon. Dann machst du doch mal bitte da ganz kurz... Ein Haus und ein Turm. Ja, noch kannst du Gold tanken, gleich nicht mehr, Kumpel. Ich will. Echt jetzt? Alter, die Reichweite vom Dorfzentrum ist auch teilweise echt schlecht. Kannst du... Okay, es ist nur der Turm. Ja, gut. Passiert. Haha, lol. Tja, dumm gelaufen, Jungs.
Oh, der wird echt geprügelt. Der wird geprügelt, Junge. Aber er gewinnt. Den jetzt. Prügelt ihn. Schön draufschlagen. So ist gut, Jungs. Ist das dämlich, Mann. Ah, komm, ist egal. Wir haben ihn jetzt schon weggeblockt. Er kann nichts mehr tun. Oh, Mann, ey. So, ihr macht direkt bitte an die... Nee, warte, hier ist das, die Dingens. Ich timbre Theos. Ist das Jagdfleisch? Ich weiß es nicht, wir machen es einfach mal. Auch wenn Fische jetzt vielleicht nicht unbedingt Jagdfleisch sind, keine Ahnung. Dann machen wir nochmal einen neuen Turm hier hin, ist auch kein Problem. Ach, ich hab voll vergessen, doch. Ja, ich vergesse jedes Mal, wenn man Zeit voranschreitet, man kann in das nächste Ding gehen. Ach, Schmutz. Ist ja auch egal. Er kommt nicht mehr in die nächste Zeit. Bitter, Mann. Wirklich bitter. Okay, das ist eine... Ja, schade. Okay, das geht nicht. Dann direkt den bitte. Ja, das war smart, Jungs. Ja, hat er verdient. Hat er sowas von verdient, der Junge. So. Ja, was soll er machen? Er ist so gestuckt jetzt, ne? Frendette Lofa. Okay. Das ist ein Stück abgebrochen, hey. Ist das schon zu nah dran? Krass. Jetzt sind da 10 Dorfe vorne drin. Geil, ey. Da müssen wir Holz haben, theoretisch, ne? Cool, cool, cool. Folliende Hesse. Mehrere Holz, bitte. An ihr Wirke. Tja. Und sonst so? Wir können auch einen Stall machen, ganz kurz. Da sind stärkere Einheiten drin. Ach, er ist gestorben da oben, ja. Dumm gelaufen. Itchelheld. Ja, dann warten wir halt, ne? Ist das dämlich, Mann. Eigentlich müsste der aufgeben, der hat doch jetzt gar keine Chance mehr. Der ist eingeblockt. Die sind aber auch so teuer, die scheiß Ramböcke, ne? Weißt du was, die sind mein Bautrupp. Uts. Du machst bitte... Einfach eine Mühle hier hin, ist egal. Ah, dritte Zeit. Okay, wir können Reiter machen, immerhin. Machen wir mal ein paar. Passt schon. Ja, habt ihr auf Wunder vergessen? Ein Klassiker. So, so, so und so. Ich find's ein bisschen scheiße, dass ihr nicht aufgeführt, weil jetzt mal ganz im Ernst, was soll die noch machen? Der ist RIP. Also komplett RIP. Oh, warte mal, wir könnten noch reingehen. Eigentlich eine gute Idee, lass mal mit allen reingehen. Mehr davon bitte. 10 Stück drin, perfekt. Angriff. Der halbe Turm schon kaputt hier? Naja. Oh, hoppala. Hab ich ja Dings vergessen. Ach, ist doch egal. Ist ja gut, ne? Wir können schon mal oben ganz kurz hingehen, weil wir wollen gerade jagen. Das wollen wir natürlich nicht zulassen.
Befordern Team, Huskala. Hat er sie alle gebaut? Nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Ja, cool. Jetzt macht er natürlich erstmal Dings. Was soll er machen? Da sind die ja extra für da. Zack, nochmal 5 Reiter mehr. Die gehen da unten hin. Du bekommst Schießschaden bis zum Steinturm, weil lohnt sich. Und wenn das Wahrzeichen kaputt ist, ist er irre. Mehr Dorfbewohner. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr da dran. Jetzt können wir nochmal ganz bis hier oben hingehen. An die Nahrung und so, ne? Wir können auch ein paar Bogenschützen dahin schicken, theoretisch. So 2 oder so, ist ja egal. Aber das ist ungünstig. Na komm, ist egal. Angriff. Noch ein. Weißt du was? Eigentlich ist es nicht auch egal. Drauf feuern hier. Gut. Hauptsache, Sinke kaputt. Kill ihn. Auch da wird's immer raus. Und gewonnen. Dauert aber trotzdem ziemlich lange, so einen Gegner töten zu können, ne? Die Pfeile des Dorfzentrums sind auf jeden Fall echt stark. Naja, das war er auf jeden Fall. Das Sieg ist immer noch versetzt, ne? Das ist so... so ein Triggermann. Das gab jetzt aber nicht so viele Erfahrungspunkte. Woran liegt das eigentlich, wie viele Erfahrungspunkte man kriegt? Einfach nur, weil gewonnen, abgeschlossen. Wieso habe ich da bei dem einen über 1000, 2000 bekommen? Was war da nochmal? Naja. Warte mal ganz kurz. Kleine Frage, jetzt mal richtig dumm so. Wieso steht hier nicht mit der Errungenschaft? Meisterschaft? Ich musste explizit einen einfachen KI-Gegner besiegen. Das habe ich gerade getan. Das wäre jetzt aber frech, wenn es nicht zählen würde. Komm schon bitte, ja? Okay, Gott sei Dank. Oh, keine leichte KI erstmal. Ja, die nächsten ganzen Folgen geht es mit mittleren KIs weiter. Aber erstmal lesen wir natürlich den Text, den wir uns gerade eben schön ordentlich freigeschaltet haben. Ruhmreiche Falknerei. Die ursprünglich nur der Jagd dienende Falknerei wurde im Mittelalter zum letzten Schrei. Der Adel traf sich zu aufwendigen Festlichkeiten, um seine prachtvollen Raubvögel miteinander zu vergleichen. Schon bald wurden Vögel zum Statussymbol und Gesetze untersagten den Besitz von Vögeln, die dem eigenen sozialen Stand nicht entsprachen. Wer den falschen Vogel besaß, dem wurden die Hände abgehackt. Ja, und heutzutage ist es im Teenageralter immer noch so, dass sich Leute anhand von Vögeln miteinander vergleichen. Aber hey, erhalten Sie den Abschluss von Meisterung der Engländer 3. Stark. So, das nächste ist, errichten Sie in der Ritterzeit, der dritten Zeit, endlich mal. Leute, es reimt sich ja, dritte Ritterzeit, Ritterzeit, dritte Zeit, cool. Den Königspalast, wobei reimen mittelmäßig, ne? Und produzieren Sie darin 10 Dorfbewohner. Wow, das ist eine harte Meisterung. Ja, aber die spielen wir jetzt auf Mittel, immerhin. Dann bis zum nächsten Mal, ciao.